So, hallo und alle zur nächsten Folge von Clash Royale. Und ich habe wieder ein paar Sachen zum Öffnen. Wir sind noch gerade wieder an der Clan-Tour dran. Und ich nehme gerade am Wochenende auf. Free Chest. Wo bleibt mein Glück? Ich glaube, ich habe es schon überstrapaziert. Kurz ist ein Legendary, dann eine goldene Kiste. Lass die mal öffnen. Elite-Barbaren. Und ja, Schweinreiter zur Abwechslung mal. Dann noch eine Silbertruhe mit wahrscheinlich nichts Besonderem drin. Aber einmal Pfeile. Gold, Rakete und Lakaien. So, das war so meine Ausbeute von den Tagen hier und da. Gut, ich bin ein bisschen am Sammeln. Gehe hart auf Level 8 zu. Wir haben schon hier 5 von 10. Und ich werde jetzt noch ein paar Punkte beitragen, um mal wieder ein paar Truhenplätze füllen. Okay. Königliche Arena und schöne Starthand, finde ich. Also den und den finde ich eine ja, gute Kombination. Ich starte mal hier. Den Ballon entsprechend und die Prinzessin entsprechend auch hinterher. Oder soll, ja, ich sollte lieber das Geld alle hier setzen. Dann. Ach Gott, der hat einen Inferno-Drachen im Team. Ja, ist kacke, Inferno-Drache halt. Aber der Lavon kriegt eine Inferno-Drache kurz wegen den kleinen Viechern. Ja. Ja, ich kann nicht. Ich hab's gerade mir gerade schon gesetzt, leider. Macht super viel Damage. Komm, mach den Magier weg. Und den Turm am besten gleich noch mit. Ja. Oh, der hat nochmal Magier gesetzt. Sehr gut. Einkassiert und mitgenommen. Jetzt über die rechte Seite drüber. Ja. Ah, jo, die Rakete. Braucht er nicht mal die. Ich kann nicht unterbrechen gerade, leider. Ja, aber vielleicht macht er es trotzdem gut Schaden hier vorne. Ja, ja, ja. Turm ist auch weg. Ich versuche jetzt mal einen Push über die linke Seite aufzubauen, der über die ganze Karte geht. Den da. Die nach da. Oh. Hat gesessen. Wie sagt jetzt Skelettarmee hilft gegen Inferno-Drachen? Ja, der braucht halt ein bisschen die zu töten, aber ich habe halt nie Skelettarmee gesetzt, weil die Skelettarmee ja nicht zurück angreifen kann. Ja, sollte ich aber jetzt gewinnen. Ja, Kampf vorbei. Gut. 2300 Pokal, ich sag's dir. Clan-Kronen auch ebenfalls dazu. Ich führte da mal ein bisschen mit. Oh. 2223 habe ich schon. Heute Arena 8. Das wäre natürlich nicht schlecht. So, wieder Lavahund und Dings-Kombination. Ah, die Gegner schon Level 9. Also Level 9 finde ich viel für Arena 7, wenn ich mit Level 7 schon oder 6 schon drin war teilweise. Ja, der Magier Level 7 ist aber auch krass. So, also ich die nochmal hier hin. Lol. Ah, oh, lol, das war der Ballon. Verdammt. Egal.
Ah, ich mach gut am Turm hier. Ja, OP, wenn der ein Elixier günstiger wäre. Kann ich gerade nicht. Muss ich aber oder so. Ja, okay, gut, ich krieg weg. Der Magier hat nicht ganz klären können. Ich wollte nicht, dass das Ding hier unten am Tower liegt. Ja, kann man ein bisschen was? Ja, kriegen wir doch. Das war so ein Déjà-vu. Das hat man schon die ganze Zeit immer dasselbe hier. Er hat auch Ballon dabei. Ha, zu spät und auch nicht getroffen. Ja. Sieht gut aus. Ja genau, halt ihn auf, damit er nicht reinfliegt. Mal ein Boost. Jo, das wird jetzt ein guter Push. Das wird jetzt ein echt guter Push. Ja, egal. Sollte auch Win sein. 2:0. Sagst dir, gleich Arena 8? Okay, ich kann es nicht garantieren, aber wir stoßen immer auf unsere Hardgrenze. Wenn ich jetzt aber noch ein Spiel gewinne, noch zwei gewinne, dann sieht's nach Arena 8 aus. Ich würde aber noch die Kronentruhe zusammenkriegen, wenn es geht. Das wäre echt fix. Das wäre echt, echt fix. Ich setze den hier mal. Eine Hexe hier zum Verteidigen, dass sie halt die Skelette klärt und... Jetzt Flächenschaden auf die beiden macht. Ja. Jo. Elektromagier. Kann ich vielleicht mit der Skelette mir irgendwie an den ran? Ja, kann ich. Jo, das hier sieht doch gut aus. Und, ja, sehr schön, hat gereicht. Ich kann die Valkyrie, oh, die Valkyrie war Level 7, das ist auch recht hoch, glaube ich. Ah, nee, meine Kai ist auch schon Level 7. Okay. Oh, der will es aber wissen jetzt hier. Schade, kann er recht sicher. Kann ich nicht verteidigen. Kann ich nicht verteidigen. So irgendwie so clearen, wie auch immer. Ja. Schade. Die hat einfach instant gewechselt. Ja, das werde ich verlieren. Ja, da habe ich gar nichts. Habe ich gerade nichts. Ah, ich habe eine Krone gekriegt. Na, ja, wir spielen uns so ein bisschen hoch. 2200. 2300 brauche ich ja, 2300. Immer wenn man so ein bisschen dann höher kommt, dann stoßt man manchmal so eine Grenze, aber aktuell muss einfach nicht mehr weitergeht, mit Hilfe der Karten und des Spielstils, den du hast, aber... Aktuell geht's noch. Warum heult er jetzt schon?
Captain, ich hab's noch gerade angefangen. Den habe ich noch nicht, diesen dicken Golem. Jo. Was auch immer das für ein Vieh ist. Hoffentlich Nahkampf oder Einzelkampf, was auch immer. Nö, eben nicht. Ja, kann ich nichts machen gegen die gerade. Ich weiß nicht, was das für ein komischer Barbar oder was auch immer das sein soll ist. Ja, ich guck gleich mal, ob ich über die Seite komme. Ach so, der heult, weil er mich platt macht. Ja, das ist natürlich klar. Grabstein hat er auch. Ja, dieser komische Barbar da. Der ist Level 1 und reißt einfach alles ein. Was geht mit dem? Ja, da kommt noch ein kleinerer raus. Die machen nicht viel Schaden, aber... Jetzt setze ich mal nach hinten, damit der von hinten feuern kann. Fernuturm hat er halt auch gehabt. Na verdammt, der Ballon fliegt nicht vor. Ja, der komische hier. Direkt vom Gesicht. Ja, gewinnt er. Gewinnt er. Kann ich nichts machen. Aber eine Krone gekriegt. Okay, dann bleibt das erste Ziel heute die Kronentruhe. 2200. Aber das ist solide so im mittleren Bereich von Arena 7. Ist ja 2000 bis 2300. Auch wieder ein Level 8er. Fange ich heute hier an. Achso, warum lässt man Magier... Achso gut, der ist ein Magier, nicht alleine vor, war. Ich muss den lassen. Wenn der Magier jetzt einen Turm angreift, dann setze ich. Jetzt. Die Prinzessin schießt mir irgendwie zu langsam. Die könnte man ein bisschen mehr Rapid Fire machen. Verdammt. Mal gucken, ein so ein Ladehund hier von 1600 oder so. Auf 600. Ach, 1000 Schaden dran. Der kriegt den komplett durch. Der hat den kompletten Turm gekriegt. Also ist nicht verkehrt. Lava und allein kann Turm machen. Ja, selbes Spiel jetzt hier drüben wieder. Ich setze die Lakaien, wenn der Magier den Turm angreift. Jetzt. Und hier drüben selbe Taktik. Prinzessin kommt dahin und dann... Guck mal hier, so fast sogar die gleiche Anzahl, weil ich genau gleich reagiert habe. Von Restleben, die das Ding hat. Schade zu früh. Schade zu spät. Setze ich nächste unten zum Deffen. Na, die Hexe. Ach, zu früh, die Hexe hat mich einen Turm angegriffen. Schade. Oh Leute, der ist gleich hier oben gesetzt worden.
Ernsthaft? Vielleicht kriege ich ja hier oben noch einen. Ach, verdammt. Nein, kriege ich nicht. Oder vielleicht doch. Ah, kommt der Ballon. Ah, nee. Ja, ich muss es einfach erstmal nur halten. Nee, nur halten wird nicht reichen. Ich setze hier unten. Ist da jetzt Skelett daneben? Na. Kann ich nicht. Kriegt er. Kriegt er. Ja, da fliegen die Pokale wieder runter, ne? Oh, ich will nur die Kronentruhe noch voll kriegen für die Folge. Ein Win oder so. Jetzt habe ich auch echt Pech aktuell gerade. Auch ein Level 8er. Habe ich wieder gute Startkarten eigentlich. Na gut, der eine wird nicht viel machen. So. Die klärt das weg. Wenn der Ballon einmal komplett hinkommt, dann ist er ganz gut, glaube ich. Na komm schon. Ja, hab's oben geschafft. Prinzessin ist feuchtfröhlich am Rumknallen. Die sprayt die weg. Soll ich hier rüber gehen? Ich probier mal. Jo, ein Gräber. Vielleicht kann man da was machen. Na, zu spät. Ist ja gar nicht gelohnt hier. Ja, ich krieg die, denke ich. Ja. Wenn er jetzt sofort was setzt, ist vorbei. Ja. Schön, doch. Drei Kronen, auch nochmal für den Clan halt. Und eine Goldtruhe, die kann ich über Nacht öffnen. Hey, das ist gut, deswegen warte ich mal. Dann öffne jetzt nichts, dann über Nacht kann ich immer die langen Truhen öffnen. Und die Kronentruhe ist ebenfalls fertig, kann ich auch öffnen. Lass mal gucken, was drin ist. Gold. Juwelen, gut, kann ich immer gebrauchen, wenn wieder eine 500er legendäre Truhe drin ist. Schweinereiter und ein Päcker. Schön. Schön, schön. Ich glaube, dann habe ich die auf Stufe 6 gerade hochgehauen. Die neuen Kronen habe ich bestimmt zusammengekriegt eben. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und dann wird es vielleicht hier ein bisschen was mehr, ja. Aber langsam, mein Freund, langsam geht's rum.